Moin zusammen, hier ist Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen im Königreich England. Und wir schauen hier aber herüber ins Königreich Dänemark, ins Königreich unseres Verbündeten, denn er hat Probleme mit diesem Mann hier. Das ist Jarl Högni von der Nordmark oder aus der Nordmark. Und er hat einen Krieg angefangen gegen seinen Lehnsherr. Er möchte den dänischen König absetzen. Und das kann definitiv nicht im Sinne unseres Wulfnoth sein. Entsprechend ist er mit seinen Mannen oder nein, er ist selber nicht mit dabei, aber die machen sich hier auf dem Weg, auf den ehrlicherweise relativ langen Weg, auf den Seeweg, segeln hier in die Nordmark und werden dann in diesem Krieg mitkämpfen. So, und unsere Königin ist tatsächlich schon Diplomatenhöfling. Sie hat mindestens 5 Jahre, ist ja nicht so auch nicht richtig, an einem geschäftigen Ort voller Abgesandter und Diplomaten verbracht, an einem Diplomatenhof. Ja, unser Königshof ist ein Diplomatenhof, aber ehrlicherweise noch nicht 5 Jahre lang. Nun gut, bringt ihr Diplomatie, das Ganze hier bringt ihr Verwaltung, das ist auch sehr gut. So, jetzt sind wir hier schon bei minus 5. Liegt das jetzt an der Verschiffung? Und ein weiterer Diplomatiefokus ist wählbar. Das schauen wir uns jetzt gleich in Ruhe an. Aber es gibt einen Religionskrieg gegen den König von Aquitanien. Ein stattlicher Herr ist er, der gute André. Und zwar geht es, ja, ist nicht unbedeutend, hier um das Herzogtum der Gascogne. Oh, wow. Schaut euch mal seinen Gegner an. Er kann diesen Religionskrieg wegen der Grenzen hier ausrufen. Und der ist alles andere als schwach. Schaut euch mal dieses große andalusische Königreich an. Die Iberische Halbinsel ist deutlich mehr in muslimischer als in christlicher Hand. Und was machen die Papste? Sie machen immer hier Kreuzzüge nach Jerusalem. Ja, das ist auch in muslimischer Hand. Insgesamt schaut euch das mal an. Der aschariitische Glaube hier sehr stark verbreitet. Der tengrische hier sehr stark verbreitet. Der muwalladitische. Entschuldigt, manchmal ist es einfach schwer auszusprechen. Definitiv vorherrschend hier auf der Iberischen Halbinsel. Hat er denn da mächtige Verbündete? Nein, hat er nicht. Dann könnte das schwierig werden. Und Aquitanien könnte hier ein großes Stück Land verlieren. Anspruchsteller können eingeladen werden, aber ich denke, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ihr könnt das Anfreunden-Komplott nutzen. Okay. Wurde zur Herrschaft erzogen. Kinder erhalten 1 bis 3 zusätzliche Werte. Finde ich irgendwie interessant, weil tatsächlich beides ganz gut zu unserem arroganten König passt, finde ich. Also, dass er seine Kinder zur Herrschaft erzieht. Klar, das Thema hatten wir ja eigentlich schon, als er auch das Wahlrecht sowohl in Irland als auch in England abgeschafft hat. Und befreunden, dass er so ein Stück weit aus seiner Arroganz heraus auch darauf drängt, sozusagen mit bestimmten Leuten befreundet zu sein. Finde ich, beides passt ganz gut. Ich meine, beides werden wir wählen. Das eine jetzt, das andere im nächsten Schritt. Vielleicht jetzt einmal der Fokus auf die Kinder. Schauen wir mal, was haben sie denn bekommen? Unser Älteste, 3 Verwaltung. Wow, das ist nicht schlecht. Die gute Siflet, 1 Kriegsführung. Mord, 2 in der Diplomatie. Und Beorhtric, 2 in der Verwaltung. Gut, dann können wir uns wieder unseren Seglern hier annähern. So, wir schauen mal. Gehen hier an Land. Ja, sie flüchten tatsächlich vor uns. Dabei wollen wir jetzt erstmal gar keine Schlacht schlagen, sondern belagern. Dieser konkurrierende Krieg, der könnte natürlich noch ein bisschen anstrengend sein. Und es geht um exotische Waffen. Diese Dame hier, sie gilt als wahnsinnig.
Neben ihren seltsamen Waren bringen Händler auch fantastische Geschichten aus fernen Landen mit, die nicht zu bestätigen und voller Wunder sind. Eine Gruppe von aborigenen Krämern gibt vor, beduinische Gegenstände mitgebracht zu haben, die vom fernen Hof eines großen Herrschers namens Malik ul Afdal Abdul Latef vom Arabischen Reich noch dazu. Vom Arabischen Reich. Dieses? Ja, zumindest gibt es diesen Mann. Was sagt sie denn? Was erzählt sie denn Geschichten von ihm? Melisande, das Oberhaupt der Händler, grinst finster. Dieses einzigartige Artefakt, ein Dolch, könnte euch gehören. Natürlich zu einem besonderen Preis. Großer König, eine eher unwahrscheinliche Geschichte, wenn ich nur irgendwie die Geschichte dieses Hausierers überprüfen könnte, holte meine Geldbörse, der 330, boah, beim besten Willen. Nee, ich fürchte, der muss dann König sie fort schicken, so viel Geld hat er nicht. So, und unser Erzbischof ist jetzt Jungarzt, das ist ja auch ganz gut. Da wollte ich tatsächlich nochmal nachgeschaut haben. Kann man auf diese Art und Weise nicht schauen, ob es da jemand anders gibt, der auch geeignet wäre? Schauen wir hier nochmal. Oh, unsere Frau ist krank. Aber sie hat gelinderte Krankheitssymptome, sehr gut. Und eine Leidenschaft fürs Leben. Naja, das ist doch auch schön. Tatsächlich, wenn ich es jetzt hier richtig überblicke, gibt es hier niemanden? Na gut, und wenn unser Erzbischof jetzt Jungarzt ist, dann kennt er sich ja zumindest aus. Dann können wir da weitermachen. So, ihr wollt jetzt aber nicht, ihr könnt hier belagern, ne? Ihr lasst hier unsere Hauptstadt, lasst ihr in Ruhe. Oder wollt ihr eine Schlacht schlagen? Das ist auch in Ordnung. Oh nein! Der Spracherwerb, das war ein Fehlschlag. Trotz all der harten Arbeit nichts. Es ist unmöglich, die nordische Sprache zu lernen. Ganz gleich, wie sehr ich mich auch anstrenge. Ich spreche wie ein Kind, das gerade die Brust seiner Mutter verlassen hat. Und ich schreibe wie ein ungebildeter, blinder Leibeigner, dem die meisten Finger fehlen. Pah, das war Zeitverschwendung. Ja, ich denke, ich würde das auch lassen. Die Frage ist, macht es nicht irgendwie mehr Sinn, die Sprache seiner Frau zu lernen, Lechisch. Und bringt es etwas, ehrlicherweise, wenn wir hier sagen, Komplott unterstützen? Gilt das als ein feindseliges Komplott? 38% ist nicht wirklich gestiegen. Gut, wir lassen es dennoch mal so und machen hier mit unserer Belagerung weiter. Während hier die Krieger aus der Nordmark in der Gegend rumfliehen. Es gibt alternativen Lesestoff. In einer staubigen Ecke der Bibliothek finde ich einen Folianten in Leder gebunden und mit seltsamen Symbolen verziert, der teilweise hinter anderen Büchern versteckt ist. Er ist alt, wurde aber offenbar noch vor kurzem verwendet. Als ich ihn blättere, fällt mir schon bald auf, dass es in ihm um ungewöhnliches Wissen geht. Konzentrierter Leser. Spannend. Ich schaue mich um, bevor ich mich setze und darin lese. Ketzerei, ich übergebe das Buch dem Priester. Ich hoffe, dass die Person, die vor kurzem in dem Buch gelesen hat, nicht in der Nähe ist und mich sieht. Das bringt unserem König Bildung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das interessiert. Ist jetzt kein religiöser Eiferer oder dergleichen. Vielleicht vermutet er ja etwas in lechischer Sprache darin. Ich denke, das wird er sich mal anschauen. So, der nächste Krieg, der König von Burgund. Oh, ein Unabhängigkeitskrieg. Das ist aber interessant. Ach nee, die sahen ja so ähnlich aus. Ich dachte gerade, das sei unsere Verbündete, die Mutter unserer Gemahlin. Sehen tatsächlich nur sehr ähnlich aus, die beiden. Aber was ist eigentlich mit ihr?
Ja, sie ist immer noch unabhängig, führt hier noch einen Krieg. Krieg gegen die Tyrannei, da ist sie aber in Anführungszeichen nur eine Verbündete. Und ansonsten hat sie hier ihr relativ mächtiges Herzogtum Thüringen, das sie jetzt einiger Zeit schon unabhängig regieren kann. Na gut. Wir belagern aber erstmal weiter. So, wir haben eine wertvolle Geisel gemacht. Ist die auch wertvoll für den Krieg? Nein. Ist sie wertvoll für die Kasse? Ja. 25 Gold. Seine Schwester. Dann werden wir das fordern. Sein jüngerer Bruder auch. Also jetzt stehen wir hier dumm in der Gegend rum. Das macht natürlich keinen Sinn. So, wo sind sie denn jetzt hingeflohen? Da. Es wäre schon ganz gut, jetzt nochmal eine Schlacht zu führen. Kommt man denn da so hin ohne Zermürbung? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann können wir mal so ein bisschen Verfolgung aufnehmen. So, das Lösegeld ist akzeptiert. Und nochmal 25, sehr gut. Das finanziert unseren Krieg erstmal für viele Monate. So, jetzt wollen sie übers Wasser laufen. Ernsthaft? Da haben wir die Zermürbung. Das ist unschön. Gut, das sind halt seine Lande, ne? Festungsstufe 4. Festungsstufe 4. Das sieht besser aus. Ne, ist tatsächlich dasselbe. Gut, ich denke, dann werden wir einfach nochmal eine Belagerung machen. Wer ein bisschen aufpassen muss, ist der dänische König. So, und eine weitere Fraktion, die Fraktion, die, das war die unseres Onkels. Der Herzog von Wise, der seinen Bruder und unseren Freund, ja doch, unseren Freund, unseren anderen Onkel, auf den Thron bringen wollte. Nochmal 6 Monate. Die Frau, von der ich träumte. Uiuiui. Burgflat Perry. Wunderschön ist sie. Wieder wache ich mit pochendem Herzen auf den Resten eines lodernden Feuers in meinen Lenden auf. Viele Nächte sind vergangen, seit der wunderschönen Frau, der ich bei einem meiner nächtlichen Ausflüge begegnet bin, mit mir das Bett geteilt hat. Doch mein Verlangen ist nur gewachsen. Was mit seiner Liederlichkeit zu tun? Ich muss sie finden. Es ist wohl das Beste, wenn ich sie vergessen würde. Unersättlich, in diesem Fall, was die Lust angeht. Außerdem liederlich und arrogant. Ich glaube, er muss sie finden. So, wo rennt der dänische König rum? Hier. Das ist ganz gut. Dann haben wir da erstmal nichts weiter zu befürchten. Und der nächste Angriff. Oh, ein dänischer Aufstand. Tja, da werden wir wohl auch gleich dazu gerufen werden. 1200 Mann hier im Norden. Na, dann kommt die Anfrage. Und jetzt sind sie schon geschätzte Diplomatenhöflinge. So schnell geht es. Und immerhin ist unsere Gemahlin wieder gesund. Das ist auch sehr schön. Und da ist es. Sehr gut. Auch diesen Krieg hier nehmen wir an. Erstmal werden wir hier aber unsere Belagerung abschließen. Und dann, wo sind sie denn, die Kriegsgegner? Sind hier südlich der Elbe geflohen? Aber wo sie hin sind? Unbekannt. Unsere Späher können uns im Moment keine nicht Bericht erstatten, keine Informationen an die Hand geben. Ach so, wenn die Zeit weiterlaufen lässt, dann passiert da auch was. So, und was mischt sich er jetzt ein hier? Unser Erzbischof? Mein König, wir können keine Spur von diesen Bauern finden, nachdem ihr uns suchen lasst. Aufgrund der begrenzten Mittel, die mir zur Verfügung stehen, sind auch meine Möglichkeiten beschränkt.
Ernsthaft, jetzt geht's um das Thema Ehebruch und unser König hat keine bessere Idee, als seinen Erzbischof hier mit einzuweihen? Naja. Während mein Erzbischof Enbert vor mir buckelt, wandern meine Gedanken zurück zu jener magischen Nacht. Ich muss sie finden, koste es, was es wolle. 170. Das ist aber jede Menge. Aber ich denke, noch ist er nicht bereit aufzugeben. So, der nächste. Oh. Isländisch piktischer Unterwerfungskrieg. Ja, der isländische Jarl will dem König von Piktenland seinen Titel abnehmen und ich denke, er hat durchaus gute Chancen. Und was ist jetzt mit der Frau, von der unser König träumt? Mein König, ich präsentiere euch in Burgflat, die euch auf euren Wunsch hin vorgeführt wird. Endlich, als sie vor mir steht, habe ich das Gefühl, als wäre unsere Zeit nie zu Ende gegangen. Wenn ich mir das warme Lächeln auf ihren Lippen ansehe, so scheint auch sie mich nicht vergessen zu haben. Nun, da sie endlich hier ist, nehmt sie fest. Nein, bleibt bei mir am Hofe. Und, ja, da wird er natürlich was mit ihr vorhaben. Wo ist sie denn? Aber sie ist gefühllos, aber auch arrogant. Aber er kann sie jetzt, glaube ich, nicht verführen. Dann würde er das Sprachkomplott aufgeben. Aber ich glaube, es ist ihm wichtiger. Er kann da nicht widerstehen. Er ist da getrieben. Getrieben von der Lust seiner Lenden. So, die nächste Belagerung. Ach, hier sind wir schon bei 100%, ohne etwas getan zu haben. Irgendjemand anders hat hier oben die Bauern geschlagen. Sehr gut. Ja, wenn wir dann den Gegner nicht finden, machen wir einfach weiter mit den Belagerungen und bleiben, denke ich, hier in der Nähe unserer Verbündeten. Und es gibt Plünderer? Ernsthaft? Oh, 4000 Mann aus Katanis. Da wird er nichts machen können. Gut, dass unser König noch ein paar Männer zu Hause hat. So, gegen diese Aufständischen waren wir erfolgreich. 4 Monate noch. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir können das hier abbrechen. Ja, sind keine besonders guten Truppen natürlich. Fast ausschließlich Aufgebote. Es gibt einen sinnlichen Vorschlag. Auch die jetzt auf unseren König abgesehen, wo. Hin auch immer ich gehe, mein Gast Rüxer folgt mir. Dieser Blick in ihren Augen, die Worte auf ihren Lippen, ich weiß genau, was sie will. Ich werde sie dicht bei mir behalten. Sehr dicht. Eine Ablenkung für heute Nacht, aber mehr nicht. Wie süß, aber nein. Ah, unser König hat sich ja nun gerade auf jemand anders fokussiert, ne? Gerade hat er sich auf jemand anders fokussiert. Aber kommt das Liederliche durch? Ich weiß es nicht. Eine Nacht? Vielleicht um sich aufzuwärmen? Um in Form zu bleiben für das eigentliche Objekt seiner Lust? Vielleicht. Er fühlt sich dann nachher ein bisschen schlecht, weil er mitfühlend ist. Aber 52 ist die gute Rixe auch schon, ne? Na gut, unser König ist auch schon 41. Eine Ablenkung für heute Nacht. In den Fängen der Leidenschaft, mein Gast Rixe nähert sich mir ungeduldig. Mit pochendem Herzen schloss ich die Tür auf, um sie in meine Privatgemächer einzulassen.
Sie legt sanft eine Hand um meinen Hals und zieht meine Lippen zu sich. Kurz widerstehe ich aber nur für einen Augenblick. Die Heftigkeit verschlingt uns beide und die Welt dreht sich um eine Achse, die durch uns und diesen Augenblick verläuft. Stunden später streicheln wir immer noch mit zärtlichen Fingern über unsere Haut und schreiben Liebesbotschaften auf den Leib des anderen. Ja, der letzte Absatz vielleicht etwas übertrieben. Ich glaube, hier kam mehr das Liederliche unseres Königs durch. Es war so herrlich wie vergänglich. So, wir schlagen hier diese Schlacht, ja, mit Vorteil. Im Dienst des gehörnten Gottes. Als ich die Augen in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem unheilverheißenden Gefühl bewältigt, beobachtet zu werden. Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Wulfnoth? Ich richte mich auf und bin mit einem Mal hellwach. Ich blicke mich nach der Quelle der fremden Stimme um, doch da sind nichts als Schatten. Der gehörnte Gott bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihm. Unser König könnte ein Hexer werden. Genug Schwerter hätte er. Vielleicht hat er auch eines aus Silber und eines aus Stahl. Ehrlicherweise sehe ich da keine Hinweise bei ihm. Nein, ich denke, er wird die Dämonenbrut verscheuchen. So, diese Schlacht hier werden wir gewinnen. Oh, 161 Gold. Wow. So, jetzt müssen wir nur hier warten, bis sie wegmarschiert sind, damit wir die Armee auflösen können. Wir luschern mal hier rüber. Diese Belagerung braucht aber noch einen Moment. Oh, und hier wird unser Kriegsgegner verhauen. Das ist gar nicht so schlecht. So, dann schauen wir mal. Es gibt meisterhafte Worte. Es geht um Bergflat. Da ich in den Künsten der Diplomatie bewandert bin, weiß ich um die Macht eines wortgewandten, vorgetragenen Kompliments. Bewunderung vor die Vorzüge seines Gegenübers zum Ausdruck zu bringen, ist der beste Weg in ihr Herz. Ich werde Bergflat einen Brief schreiben, in dem ich ihr ein Kompliment mache über ihren tapferen, ungebrochenen Geist, ihre Frömmigkeit und ihren felsenfesten Glauben. Ihre Spontanität und Lebenskraft, ihre unvergleichliche, atemberaubende Schönheit, ja, genau das ist es doch. Genau das ist es doch, worum es unserem König geht. Und diese gewisse Arroganz, mit der sie das zur Schau trägt, das ist doch genau das, was ihm den Atem nimmt. Erwachen ist Interesse, also es war genau richtig. So, können wir auflösen? Nein, noch nicht. Jetzt aber. Dann werden wir das tun, damit wir wieder einiges an Geld sparen können und werden uns hier an unserer Belagerung wieder zuwenden. Angeregte Entwicklung, sehr gut. Entwicklungszuwachs in Hampshire. Unsere Königin macht hier Regierungsarbeit, während unser Wolfnoth durch die Federn tollt. Naja. So, dieses Druckmittel hier ist verfallen, was die Herzogin Sigrid aus Mercia hatte. Sehr gut. Und Havelberg, wir haben die Belagerung gewonnen. So, er macht jetzt hier ein kleines bisschen Jagd. Das ist auch sehr gut. Schade, dass sie die Belagerung abgebrochen haben. Aber erwischen sie die? Ja, aber jemand anders. Sehr gut. Okay, und jetzt gibt es tatsächlich niemanden mehr, den man bekämpfen könnte. Ah, und König Taran vom Piktenland hat einen Krieg verloren. Und zwar, das war auch ein langer Krieg gegen Fürst Asab. Ja, den hätte er mal Asab gewinnen sollen, diesen Krieg. Und zwar ging es hier um Lancashire. Und damit ist dieses Herzogtum hier in hohem Norden, Strathclyde, gewachsen. Und damit auch das Königreich England. Sehr gut. Das wird unseren König freuen. So, was hat niedrige Haltbarkeit? Die Schienenpanzer der angelsächsischen Machart, das geht nicht. Die müssen repariert werden für 38 Gold. Teuer, aber wichtig. So, dann gehen wir zurück zu unserer Belagerung und dann dürfte eigentlich dieser Krieg auch bald
beendet sein. Eine Freiheitsfraktion gründet er. Naja. Es gibt eine Lesung in Winchester. Die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende und die für den Abend vorgesehene Unterhaltung schien vorbei, als Burke Flett eine Lesung vorschlug. Bald schon ist ein Schreiber zur Stelle, der fragt, was die Gäste denn gern hören würden, und ich erkenne meine Gelegenheit, Burke Flett zu beeindrucken. Etwas Frommes aus den Heiligen Schriften. Dass er etwas über Religion hören möchte. Etwas Unterhaltsames, Rätselgedichte. Oder etwas, was uns Bildung beschert. Sie ist eigentlich eine erkenntnisreiche Denkerin, aber ihr Bildungswert ist trotzdem nicht besonders hoch. Ich denke, etwas Unterhaltsames wünscht sich unser König und hofft, dass auch sie sich das wünscht. Aber es war die falsche Idee. Der Schreiber hört gar nicht mehr auf zu lesen und die Aufmerksamkeit von Burkflet schwindet deutlich. Ausgerechnet sie, Rüxa. Schlägt was vor? Ist sie schwanger? Nein, bisher ist nichts bekannt. Während ich überlege, wie ich die Situation retten kann, meldet sich mein Gast Rüxa plötzlich zu Wort und fragt: Dürfte ich in aller Bescheidenheit ein anderes Buch vorschlagen? Die Judiciis Astrorum vielleicht? Die Augen von Burkfeld glänzen schlagartig mit neuem Interesse. Ach, etwas gehemmter Umgang. Ärgerlich, ärgerlich. Ich glaube, das könnte unser König nicht verkraften, wenn das hier nicht gelingen sollte. Aber 80%. Ich glaube, die Chancen stehen gut. Genauso hoffentlich darin, hier diesen Krieg zu gewinnen. Ich denke, diese Belagerung warten wir noch ab. Hier wollen sie jetzt zurückbelagern. Können sie aber nicht, weil sie nicht genug Truppen haben. Gut, damit ist auch keine Gefahr. Und dann gibt es, glaube ich, auch keinen Grund, diese Belagerung hier abzubrechen. Und wir werden bloßgestellt. Als ich zum Fenster von Burklet hinaufklettere, war ihr erschrockener Schrei nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ehe ich sie auffallen kann, stürmt sie zur Tür, die sie sogleich aufreißt. Zu Hilfe, Wachen, da ist jemand in meinen Gemächern. Bevor die Nacht noch schlimmer wird, krieche ich wieder dorthin zurück, woher ich kam. Eieieiei. Oh. Und jetzt? Ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Ein guter Kämpfer. Aber was ist jetzt mit der Dame? Ist das jetzt verloren? Für immer? Hat ihre Abscheu für euch bereits klar genug gemacht? Oh nein, es geht nicht wieder. Dann soll auch kein anderer sie haben. Dann ist das die Konsequenz. Und es verlangt jemand hier ein Artefakt? Den Signien von König Gyrth? Ja, ganz bestimmt nicht. Das wird abgelehnt. Oh Mann, was eine Geschichte mit der Dame. Sie nimmt das jetzt an, dann wird sie ins Kloster geschickt. Ich denke, das ist eine arrogante Reaktion unseres Königs. Wenn er sie nicht haben kann mit ihrer Schönheit, dann soll sie auch niemand anders haben. So sei es. Es gibt einen Zwist. Meine Halbschwester Finguala liegt seit Tagen im Zwist mit jemandem, das Opfer ihr Bruder Ethel hier. Ich kann sie sogar hören, wie sie im Raum nebenan miteinander streiten. Unglaublich, schreit Finguala. Wie kann eine Kröte wie ihr auch nur ansatzweise meinen, die ideale Verkörperung der Familienwerte derer von Cerdasing zu sein? Dieser Anspruch steht mir deutlich mehr als euch zu. Ja, sollen sie doch in Ruhe streiten. War da kein Streit innerhalb der Familie? Ja, ich meine, unser König setzt sich ja im Moment gerade sehr mit dem Thema Familie auseinander. Er wird das, denke ich mal, lösen wollen. Als ich den Raum betrete, wendet Finguala sich mir zu. Gut,
dass ihr hier seid. Wulfnoth, Bruder Athelher, von euch, unser Bruder, bringt, ihr müsst ihn bitte zur Vernunft bringen. Ja, er ist völlig von Sinnen. Schämt euch. Ihr seid hier im Unrecht. Ihr verhaltet euch beide wie trotzige Kinder. Ja, wenn das nicht die Antwort eines arroganten Königs ist, ist doch eindeutig, dass ich der beste Sir Dessing bin. Ganz klar. Und Wulf wird erwachsen. 16 Jahre. Oh, schaut euch das an. Ein kaufmännisches Genie. Gerecht, großzügig und gesellig. Wie schnell sie doch Flügge werden. Sehr interessant. So, damit können sie auch heiraten. Und dann wird diese Heirat auch vollzogen. Der Vorschlag wird abgeschickt. Ausgezeichnet. So, jetzt ist dieser Krieg hier dann auch endlich beendet. Niemand hier relevant für den Krieg. Dann werden wir hier das Lösegeld fordern. Und hoffen, dass er den Krieg jetzt bald beendet. Ein Diplomatievorzug können wir noch wählen. Da werden wir jetzt das Befreunden wählen. Das Lösegeld ist akzeptiert. Haben wir sonst noch jemanden gefangen genommen? Ja, aber niemand, der Geld einbringt. So, dann beende doch diesen Krieg jetzt endlich. Sie wollen doch diese Schlacht schlagen. Nein, aber es gibt eine Nordmannenarmee. Gut, dieser Krieg ist erstmal beendet. Wir... Hallo, wir sind im verbündeten Bereich. Wir sind doch in Dänemark. Warum können wir unsere Armee jetzt hier nicht auflösen? Jetzt sag nicht, wir müssen in seine Grafschaft laufen. Das wäre ja bescheuert. Oh, und unsere Königin ist schwanger. Ja, die Folge wird gerade länger und länger. Aber irgendwie, ich finde keinen passenden... Keinen passenden Punkt zum Absprung. Ja, ich denke, weil unser König arrogant ist, wird er hier das maximale wollen, sozusagen. So, was ist jetzt hier? Auflösen nur im verbündeten Bereich. Wir sind hier verbündet. Aha. Und er hat einen Artefaktanspruch erworben. Dieser Mann, der nichts mit unserer Dynastie zu tun hat. Sehr interessant. So, ich will jetzt wissen, ob ich hier auflösen kann. Und es wird schon belagert. Nein, das geht nicht. Oh, wie blöd. Aber wir sind doch im verbündeten Bereich. Gut, dann müssen wir übersetzen. Dann ist das jetzt unser Punkt hier, um den Absprung aus der Folge zu finden. Wir schauen mal, über 8000 Mann, über 10.000 Mann. Also da gibt es für unseren König einiges zu tun. Das dann aber in der nächsten Folge, da geht es dann weiter. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.